Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Dekorationsfans. Und damit herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight. Welly, welly, welly. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bauen wir weiter auf der Insel der Ewigkeiten. Mal gucken, ob wir an den Docks noch weiterbauen, ob wir an den Dschungel noch weiterbauen. Ich denke, ich will erstmal weiter an den Docks machen. Wir gehen aber erstmal zu Dagobert Magobert. Ja, wo es wahrscheinlich wieder nichts Neues geben wird. Aber gestern hatten wir ja im Stream die Jähnhöhle bekommen. Sehr, sehr geil. Einer der besten neuen Artikel. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Also was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre dieses große Wall-E-Plakat-Ding. Also falls ihr es mal gesehen habt, das ist so ein Riesenschild. Das ist riesengroß. Das habe ich auch noch nie in Real Life gesehen. Ja, da ist natürlich alles leer. Wie gesagt, Update wird höchstwahrscheinlich nächste Woche kommen. Ich denke mal, dass es nächste Woche kommen wird. Wir werden diese Woche wahrscheinlich neue Informationen bekommen. Sternfahrt wurde ja praktisch schon ein bisschen angeteasert. Ne? Mittwoch ist der Sternfahrt vorbei. Ihr habt jetzt noch 2 Tage. Wir müssen auch noch ein bisschen machen. Ich denke, Dienstag werde ich nochmal einen Stream veranstalten, wo wir dann die restlichen Aufgaben machen werden. Ja, hier ist auch nichts. Ja, ja, alles derselbe Kram. Küchentheke haben wir, glaube ich, auch schon. Ne? Darum lasst gerne ein Abo und ein Like da, aktiviert gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir gehen natürlich alles durch zum neuen Update, Tipps, Tricks, Leaks, Streams und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt. Also dieses Mal zieht es sich aber auch irgendwie so lange, ne? Also ich finde, diese Wochen fühlen sich viel länger an als sonst. Haben sie eine Woche länger gemacht oder so? Es kann natürlich auch sein, dass das Update jetzt übernächste Woche kommt. Ich gehe aber mal stark vom 9. Oktober aus, ne? Aber ohne Gewehr natürlich alles. So. Aber ich freue mich schon auf Timon und Pumba. Richtig Bock. Da können wir endlich die sonnige Ebene fertig machen. Jetzt noch mit der Hyänenhöhle. Ich komme auch auf Hyrule. Wir sind ja nicht bei Zelda. Genau. Was habe ich noch gemacht? Also, das habe ich euch ja auch schon ein bisschen im Stream gezeigt. Hier habe ich noch so ein bisschen was gebaut. Die Cheremie hat jetzt einen kleinen Platz hier bekommen. Ne? Mit ein bisschen Stühlen und Tischen und so weiter. Hab die Mauer da noch hingemacht. Ich wollte ihm jetzt nicht so einen Riesenplatz geben. Da haben wir schön die Ecke da gefüllt. Mit dem Stand. Ich habe hier diese Laternen hier unten alle genommen. Ne? Hier nochmal so einen kleinen Eckbereich hier am Strand. Leider kann man hier nicht wirklich viel hinstellen. Finde aber hier auch den Zaun ganz passend. Hier habe ich schon so ein bisschen was gemacht, ne? Hier muss ich mal gucken. Da habe ich schon ein bisschen Markt hingebaut. Also hier wird ein bisschen Markt hinkommen. Nur ich will jetzt nicht die ganze Fläche nur für Markt benutzen. Also ich will halt irgendwie nochmal so ein Highlight haben. Darum warte ich wahrscheinlich noch auf irgendwelche Häuser, die hier gut hinpassen oder so. Das werde ich wahrscheinlich erstmal so freilassen. Aber ein bisschen Markt wird wahrscheinlich da so hinkommen, in die Ecke. Wir gucken mal. Nur sind ja eigentlich ganz schön die Stände. Da werde ich auch noch mal ein bisschen weitermachen. Aber wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt nicht voll Markt machen. Fände ich ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt nur diese Stände überall hätten. Obwohl ich sogar finde, die passen eigentlich besser in die Wüste. Die haben ja sogar teilweise schon in der Wüste. Darum, mal gucken, vielleicht kommt ja noch mal irgendwas. Mittwoch ist ja auch wieder Shop-Update. Uns fehlen ja noch 1, 2 Häuser, glaube ich. Zumindest ein Haus müsste ja noch kommen. Mal gucken, genau. Ich habe mir gedacht, heute dekorieren wir mal hier dieses Herzchenschloss. Das hatte ich ja erst im Dschungel stehen. Ich dachte, wir machen das jetzt einfach mal hier hin. Hab hier schon so ein bisschen Büsche hingemacht, hier und da. So ein bisschen Weg hingelegt, hier noch so ein paar Bäumchen. Hier habe ich auch noch schon mal so ein bisschen was gemacht. Ne? Man muss ja eben die ganzen freien Flächen füllen. Genau. Im letzten Part hatten wir ja hier weitergebaut. Das habe ich jetzt auch alles zu Ende gemacht. Erstmal ein bisschen aufräumen. Nein, die Münzen! Das hatte ich euch ja auch schon im Stream gezeigt. Fand ich eigentlich ganz cool. Oh nein, das ist noch eine Münze. Nein, da kommen wir nicht hin. Wie, hier ist noch eine. Schaffen wir es noch? Auf die letzte Sekunde? Nein! Verdammt, egal. Wäre wahrscheinlich eh nur eine Münze gewesen. Ja, wie gesagt, vielen gefällt das ja nicht, dass die hier auf der Insel der Ewigkeit stehen. Ich finde es jetzt aber ganz in Ordnung. Ich habe hier jetzt noch so ein bisschen was gemacht. Mit dem Zahnräderweg, mit der Bank. Hier die Büsche habe ich ein bisschen hingemacht. Mini Goofy und Mickey, da habe ich hier noch so ein bisschen Weg hingelegt, ein bisschen Glasscherbenweg und so weiter. Hier diese romantische Ecke, paar Spalierchen. Ja, ich finde, das sieht eigentlich erstmal ganz in Ordnung aus. Also ich mag es ganz gerne. Habe auch passend die Lampen zu den Gebäuden immer genommen, könnt ihr an der Werkbank herstellen. Mickey hat auch rote Lampen da hinten. Goofy hat hier seinen kleinen Ort, das finde ich auch ganz schön, da hinten mit dem Wasserfall und so weiter. Hier auch so ein bisschen Zahnradweg, Werkbank hingemacht. Hier diese orangenen Pflanzen, ich dachte, das passt auch ganz gut zu Goofy. Da haben wir ja schon mal so ein bisschen die Plantagen fertig gemacht. Hier auch die Säulen, habe ich so orangenes Licht genommen. Also ich finde, es passt schon ganz gut hier hin. Klar passt es alles besser auf die Wiese oder auf dem Hauptplatz und so weiter oder in den Wald rein. Wie gesagt, ich habe da keinen Platz mehr. Ich habe da halt Häuser oder die Kirmes, die passt einfach noch besser dahin. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Fan dieser 3 Häuser. Also von mir aus können sie erstmal hier sein. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, wenn man Charaktere auch ein bisschen auf der Insel der Ewigkeit hat. So haben wir immer einen Grund, hierhin zurückzukehren, weißt du? Weil sonst kommen wir ja hier nie hin. Das finde ich eigentlich ganz schön. Wenn wir dann mal zu Mickey müssen oder zu Goofy in der Mission, können wir immer schön hier hinreisen und können auch mal hier die schöne Insel sehen. Als wenn man alles immer nur auf der Hauptinsel hat. Das finde ich ein bisschen schade. Und ich meine, zu Iva, Rapunzel, Oswald, Jafar
Und Gaston wird es ja praktisch keine Mission mehr geben. Die werden wir ja nicht mehr bekommen. Das können sie ja nicht ins Spiel einbauen, weil viele haben ja Rift in Time gar nicht. Das heißt, wir werden nie wieder Missionen mit denen kriegen, denke ich mal. Also, ich wüsste nicht wie. Keine Ahnung, außer es kommt vielleicht nochmal Akt 4, wovon ich mal nicht ausgehen würde. Darum finde ich es ganz schön, dass wir hier so ein paar normale Charaktere haben aus dem Hauptspiel, dass man einen Grund hat, immer hier hinzukommen. Das finde ich eigentlich ganz cool so. Und ich finde, das passt auch ganz in Ordnung. Das sieht schon schön aus. Also nach meinem Geschmack natürlich. Ich mag es ganz gerne. So. Jetzt habe ich gedacht, baue mir hier das Herzchenhaus hin. Ich weiß, es passt eigentlich auch nicht so richtig hier hin. Aber ich habe keinen Platz mehr dafür. Und ich will endlich hier das fertig gebaut haben. Das stört mich total, dass es hier so leer ist. Schauen wir mal. Dschungel haben wir ja noch auch noch ein paar Sachen. Das mache ich wahrscheinlich beim nächsten Mal. Mal gucken, wie lange das jetzt hier braucht. Genau, Säule habe ich hier auch hingestellt. Ich mache mal eben da hier diese Crystals noch weg. Machen wir das hier mal weg. Zack. Natürlich wieder Inventar voll. Kann ich noch irgendwas essen? Hier so ein Fisch. Oh, ich habe so Angst vor dem Blobfisch. Thaddeus, Thaddeus, Deus, Deus. Weg mit dem. Boah, wie viele Marshmallows ich auch noch habe. Muss ich auch noch mal alle verkaufen. So. Traumscherben nehmen wir mit. Ja, hier kannst du praktisch eigentlich auch nur Pflanzen drumherum machen, ne? Ist da hinten noch irgendwas in der Ecke? Ist da noch so ein Stein oder so? Nee, ne? Ist einfach eine tote Ecke. Da können wir halt hier noch so ein bisschen Kram reinmachen. Dann füllen wir das auch noch mal hier so ein bisschen Füllmaterial. Was sollen wir sonst hinmachen, ihr Lieben? Ne? Vielleicht noch so einen kleinen Baum oder so. Hier, den können wir vielleicht nochmal nehmen. Ja, irgendwie so. Guck mal. Da haben wir es doch ganz nett hier gemacht. Das hier nochmal schön hin. Leider fehlen uns halt Sachen von den Uralten. Ihr kennt das Problem. Ja, irgendwie so. Mal gucken. Oder auch so erstmal ganz schön. Mache ich das auch nochmal weg. Weil sonst wüsste ich nicht, was da hin sollte. Uns fehlen einfach da irgendwie coole Sachen. Boah, ich freue mich schon so auf Timon und Pumba, Leute. Bald ist es soweit, ich hoffe, nächste Woche. Ich denke mal, Mittwoch oder Donnerstag wird irgendwie ein Video wieder von denen kommen. Und letztes Mal war es ja auch genauso. Da haben wir ja eine Woche nach Ende des Sternfahrts auch das Update gekriegt. Darum gehe ich mal diesmal auch stark davon aus. Und morgen ist ja Oktober. So, die Säule könnten wir eigentlich noch ganz cool irgendwie hinmachen. Finde ich eigentlich ganz schick. Das können wir auch nochmal wegmachen. Vielleicht nochmal so einen Baum machen ohne diese roten Blüten. Finde ich eigentlich auch mal ab und zu ganz schön. Ja, machen wir hier so in die Ecke so ein bisschen was. Die Säule können wir ja nochmal so einfassen. Weil die habe ich auch noch gar nicht platziert. So, guck mal. Könnt ihr, glaube ich, auch an der Werkbank herstellen. Kriegt man eigentlich diese Figur nochmal irgendwo? Ich habe sie nicht an der Werkbank gefunden. Ich habe sie auch nicht bei Dagobert gefunden. Die hätte ich sehr, sehr gerne nochmal, diese Figur. Ich glaube, die gibt es nur einmal. Ne? Das war aus dieser Jafar-Mission, wo die so ein Pappaufsteller waren. Da wurde die doch echt, haben wir, glaube ich, nur einmal bekommen. Finde ich schade ein bisschen. So, die Lampen können wir natürlich auch sehr schön nehmen. Ist ja so ein bisschen so ein kleiner Tempel. Vielleicht hier noch so ein bisschen Weg lang machen. So. Aber noch eine von den Laternen. Genau, machen wir die noch hier so hin. Vielleicht hinten auch noch mal so ein bisschen. So. Aber es ist wie so eine kleine Tempelanlage. Das finde ich eigentlich ganz schön. Sieht doch so ganz cool aus. Hier müsste man mal gucken. Könnte man natürlich auch noch so eine Bank oder so reinstellen. Bank der Uralten brauchen wir. Dann sieht das doch schon mal so ganz gut aus, oder? Hier oben, klar, müssen wir auch noch was hinmachen. Weiß nicht, ob ich die Feuerwehrstation hier hinstelle. Keine Ahnung. Ist mir auch ein bisschen zu tunlastig, ein bisschen zu albern eigentlich für das Gebiet. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Das lasse ich halt auch noch alles hier frei. Uralte Bank, ja. Immerhin haben sie hier Bänke. Scheiße, dass wir keine uralte Mülltonne noch haben. So, könnte man doch hier eigentlich so schöne kleine Bank so reinsetzen. Finde ich eigentlich ganz nett. Oder? Guck mal. Finde ich eigentlich ganz schön. Vielleicht hier nochmal irgendwie eine Bank davor oder so. Ja, vielleicht noch so eine Bank davor. Ah, dann könnten wir da eigentlich auch diesen Zahnradweg vielleicht nochmal ganz nett hinmachen. Was haben wir denn noch für Wege? Mal gucken eben. Diese kleinen Zahnräder finde ich eigentlich ganz schön. Ich finde eigentlich auch dieses Glas ganz schön. Werkbank haben wir jetzt ja auch bei Goofy. Ich finde, das sieht auch cool aus mit diesen Lampen. Ne? So.
Aber wie gesagt, ich kann es voll verstehen, wenn man das nicht mag, Mickey, Goofy und Minnie hier hinzustellen. Ich kann es nachvollziehen. Viele wollen halt diese Hauptcharaktere auch nur auf der Hauptinsel haben. Aber das Problem ist bei mir, ich habe halt wirklich Waldhäuser. Die passen besser in den Wald als diese Häuser. Und dann ist der Wald bei mir voll und die müssen dann weg. Und die Wiese ist bei mir eine Kirmes. Da passen die halt auch nicht mehr hin. Und die Kirmes möchte ich irgendwie auch nicht hierhin machen, weil für mich passt die Kirmes hier noch weniger hin als auf die Wiese. Und ich habe hier ja schon eine Kirmes in der Wüste. Weißt du, wenn ich jetzt nochmal eine Kirmes hinmache, wäre es auch ein bisschen doof. Es ist halt ein Kompromiss, den man irgendwie eingehen muss. Vielleicht reiße ich das immer noch alles ab, wenn nochmal passende Häuser kommen die nächsten Monate oder Jahre. Ne? Ich bin da ja immer recht flexibel, da kommt das wieder alles weg. Mal schauen. Vielleicht wird das neue DLC ein tolles Zuhause für die Häuser. Mal gucken, vielleicht das Feenbiom, vielleicht wird das ja richtig gut. Wir schauen mal, es ist ja nicht für die Ewigkeit, ne? Aber ich finde, es passt trotzdem, man kann es akzeptieren, finde ich. Es sieht doch ganz gut aus, jetzt wird es schlimmer vorgestellt. Zäune, Wege, haben wir noch so kleine... Ja, die haben wir halt noch, ne? Nein! Ich guck nochmal hier, sonst hatten wir, glaube ich, nur diese Glasdinger, ne? Oh, ich will endlich schneller runterscrollen. Bitte mach das, liebe Entwickler, das kann doch nicht so schwer sein. Oder direkt nach unten wäre auch gut. Hatten wir hier noch einen Weg. Diesen Stuhl habe ich auch noch gar nicht benutzt. Ne? Ah, die Rundax-Stuhl. Den bauen wir einfach auch mal viermal. Den finde ich ja echt interessant. Das sind halt diese billigen Camping-Grillstühle. Nehmen wir mal mit. Was haben wir noch? Irgendwie ein cooler Weg. Haben wir schon. Ich glaube, ich habe auch schon alles fast hergestellt hier. Ja, die hätten wir halt noch, diese Bretter... Sind für mich aber eher so für die Tropen und sowas. Ne? Das könnte man natürlich noch hier hinmachen. Ich glaube, das habe ich sogar alles noch ein bisschen. Die Bänke können wir noch mal ein paar Mal herstellen. So, gucken wir mal, wie sieht der denn aus? Ich habe den noch nie gesehen. Ah, okay, das sind einfach echt diese Plastikstühle. Ja. Könnte man eigentlich auch mal gut benutzen, ne? Vielleicht für hier oder so. Ich stelle es einfach mal dahin, mal aus Gag. Wir machen es mal. Mache ich da jetzt die Zahnräder hin? Dass wir hier noch so einen kleinen Zahnradweg hier unten haben. Geht der unter der Bank? Geht sogar unter die Bank, guck mal. Okay, müssen wir vielleicht noch ein bisschen zentrierter machen. So, geht's zentriert? Geht leider nicht zentriert, schade. Finde ich gar nicht so schlimm. Ja, wir haben ja noch sonst diese kleinen hier. Ach, haben wir auch gar nicht mehr. Okay, dann lassen wir es erstmal so. Haben wir noch ein paar andere Pflanzen? Hier habe ich doch auch noch relativ viele. Hier, das können wir noch nehmen, das Ding. Da könnte natürlich auch noch ein bisschen Zaun da lang führen. Das wäre eigentlich auch ganz schön, ne? Ja, Moment. Nein! Hier, den Zaun können wir noch dahin machen. Ich finde, der passt auch ganz schön hier hin zu den Uralten. Also so viel ist eigentlich ganz nett, aber so eine kleine Stelle da. Der Busch glitscht da so ein bisschen rein. Können wir es vielleicht noch ein bisschen besser machen? Ja, zumindest so. Da guckst du ein bisschen drüber. Zäunchen nehmen wir nochmal. Ja, hier, Bambuszaun der Uralten. Ja, vielleicht hier noch so ein Stück. Da müssen wir nur die Pflanzen hier ein bisschen wegmachen wieder, ne? Ich finde den eigentlich ganz geil. Der bringt aber so ein bisschen Abwechslung rein. Theoretisch könnten wir den noch bis ganz hinten durchziehen, ne? Wäre eigentlich auch ganz cool. Aber geht wahrscheinlich wegen dem Baum eh nicht, ne? Ja, sonst lassen wir es so, dann ist es in Ordnung. Machen wir hier nochmal so ein Ding hin. Hier wäre noch ein bisschen Zaun cool. Ansonsten lassen wir es da nur in der Ecke. Ich würde es dann einfach so lassen. Hier noch ein bisschen kleines grünes Gestrüpp. So, und vielleicht noch hier hin macht. So. Cool wäre natürlich hier noch das Stück Zaun. Da haben wir jetzt die Laterne im Weg. Man könnte sie praktisch noch gerade ganz hinten stellen. Können wir eigentlich auch machen, meinetwegen. Dann machen wir da noch so ein Stück Zaun hin. Haben wir noch? Haben wir noch. Zumindest so können wir es noch machen. Oder? So ist doch eigentlich ganz schön. Haben wir hier nochmal so eine kleine gemütliche Ecke irgendwie. Ja. Finde ich nochmal ganz nett. Ja, theoretisch könnte man hier noch ein bisschen Zaun hinmachen. Warte, dann mache ich hier nochmal die Büsche. Entferne ich nochmal.
Sieht das doch nochmal ein bisschen besser aus. Theoretisch könnten wir den Baum auch noch ein bisschen nach hinten setzen. Machen wir einfach so. Kann dahinter ja noch ein bisschen was. Oder? Machen wir es einfach so. Haben wir die Ecke schon mal gut dekoriert. Sieht auch mit der Säule cool aus. Mag ich. Ist das alles blau? Ist alles blau, ne? Ja, aber gefällt mir schon mal ganz gut. Haben wir die Ecke? Ja, da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen dekorieren. Kann man natürlich auch nur Büsche eigentlich fast hinmachen. Ein bisschen Zaun können wir auch wieder benutzen, genau. Bisschen Zäunchen hier. Zack, zack, zack. Ja, machen wir einfach straight up zu. Weiß nicht, ob ich da auch nochmal so eine begehbare Area mache. Hm. Ist das denn hier Weg auf dem Boden? Nee, ne? Nee, ist einfach die Textur. Ja, können wir eigentlich auch nur Pflanzen hinmachen. Leider. Hier so ein bisschen hin. Ja, die roten sind schon wirklich schön. Die roten Pflanzen. Die benutze ich doch auch immer sehr, sehr gerne. Hier so ein bisschen. Was haben wir noch? Hier können wir auch mal ein bisschen was nehmen. Ich weiß, das wächst dann zwar alles auf dem Boden, aber es sieht halt besser aus, als wenn da nichts ist. Könnten wir sonst noch irgendwas hier hinstellen? Schwierig, oder? Oder ich lasse es erstmal frei. Weil mir fällt auch nichts ein. Wir könnten halt wieder eine Bank dahin machen. Ist halt uninteressant. Das ist halt das Problem, dass wir kaum Dekorationen der Uralten haben. Ein bisschen Mauer haben wir hier noch. Hm. Ja, sonst lasse ich es erstmal so. Mach da auch nochmal ein bisschen Zaun in hier. So, dass man da hinten noch ein bisschen reingehen kann. Lassen wir es erstmal. Hier mache ich vielleicht nochmal so eine rote Pflanze hin in die Ecke. Oder? Haben wir das doch erstmal gut hier die Wand versteckt. Sieht doch cool aus mit der Säule. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch was hinmachen würde. Ich glaube, ich würde die einfach nackt lassen. Aber so hat es doch schon mal was. Das sieht hier auch schön aus, finde ich, das Eckchen. Hier kann man nochmal gucken, ob ich es nochmal irgendwie freilasse. Weil noch eine Bank dahin wäre jetzt ein bisschen blöd. Oder die Bank hier weg. Ja, irgendwie so ein Teppich hier noch hin oder so. Ich glaube, ich würde es so lassen. Das soll auch schön steinig bleiben. Ansonsten habe ich hier auch, glaube ich, nichts, ne? So, jetzt müssen wir das hier dekorieren. Das wird auch eine Schwierigkeit werden. Baum hier an der Ecke ist schon mal gut. Gefällt mir schon mal so weit. Hier können wir natürlich auch noch überall Pflanzen hinmachen, hier in die Ecken und so. Hier muss eigentlich auch noch ein bisschen was gemacht werden. Oder ich lasse es hier nackt. Hier müsste eigentlich auch noch eine Bank oder so hin. Es sieht einfach besser aus mit den Pflanzen. Ah ja, die können wir auch nochmal nehmen. Ist zwar Dschungelpflanze, aber egal. Ein bisschen hier. Ein bisschen da. Das mache ich wahrscheinlich nochmal Offcam hier. Müssen auch noch ganz, ganz viele Pflanzen hin. Hier habe ich auch schon so ein bisschen was hingesetzt. Ah, die können ja gar nicht an den Rand. Auch nicht die hier. Ja doch, hier geht ein bisschen. Können wir natürlich auch nochmal so eine Bank hinstellen, weil ich will das hier endlich hier oben dekoriert haben. Das geht mir nämlich total auf den Geist, dass es da immer so, dass es hier so leer ist. Hier eine Bank hin, ja, da könnte man theoretisch auch nochmal eine hinmachen. Irgendwo hier in die Mitte. Ja, hier muss auch nochmal was hin, so ein bisschen. Das geht leider auch nicht so ganz. Ja, hier vielleicht noch so rein. Guck, das mache ich alles offcam nochmal. Das wäre sonst zu krasser Zeitfresser. Baum finde ich ja eigentlich auch ganz gut. Gucken, so ist ja eigentlich ganz schön, ne? Ich glaube, so sieht es am coolsten aus, ne? Passt doch gut da rein. Hier ein bisschen was hin. Aber wird doch. Ich finde auch die Bäume sehr, sehr schön hier. Die Bäume der Uralten. Fallen mir schon mal tausendmal besser als diese Wüstenbäume, diese komischen, diese kraxeligen. Auch mal, passt hier noch einer in die Ecke vielleicht oder so, hier? Naja, passt keiner mehr hin, da aber noch. Hier noch so ein bisschen. Ja, was machen wir halt mit dem Haus? Das ist auch so eine Schwierigkeit, ne? Hm, nimmt mal wieder so einen Zaun? Machen wir so einen weißen Zaun dahin oder so? Wie hier?
wo ich darauf nicht so richtig Lust habe. Zaun der Uralten können wir halt wieder nehmen, weil das ist wieder der Baum da im Weg, ne? Ja, oder hier so Zaun komplett drumherum wäre eigentlich auch ganz schön. Ja, wenn, dann lasse ich nochmal so ein bisschen Platz. Müssten wir gleich nur nochmal herstellen. Ja, machen wir hier nochmal ein bisschen Platz, warte. Dass wir da so vorbeikommen. So. Probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Zaun. Zack, 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 zack. Und da brauchen wir schon 9. Aber so viel ist ganz schön. Ja, sieht nochmal gut aus. Ne? Klar würde zudem jetzt auch so ein verträumter weißer Zaun. Ich finde, das ganze Gebäude passt hier nicht wirklich hin. Aber irgendwie kann man doch jedes Gebäude hier integrieren. Mit ein bisschen Umgebungsdeko, finde ich, geht's. Oder? Jetzt auch von hier. Ich finde, es geht wirklich. Kann man machen. Ne? Wo willst du das Haus sonst hinpacken? Das würde natürlich auch besser in den Wald passen, besser in den... Ich wollte es ja erst in den Dschungel machen, nur ich will hier unbedingt was hinstellen. Kann man natürlich auch gut auf die Wiese packen, geht auch. Ist jetzt eh nicht so mein Geschmack, das Gebäude. Es ist süß, aber es ist halt sehr, sehr rosa. Das passt bestimmt gut in das neue Feenbiom, was ja kommen soll. Ne? Laut den Leaks. Da könnte es gut hinpassen. Ich baue nochmal ein bisschen Zaun. Vielleicht kommt da nochmal was anderes hin, wie gesagt. Aber so an sich finde ich es erstmal ganz schön. Ja. Boah, es ist so nervig, dass überall dieses Zeug wächst. Ich hoffe, das kann man mal irgendwann abstellen. Wir brauchen ja eh keinen Nebel mehr. Außer für noch ein paar Maschinen. Der Uralten muss ich auch nochmal herstellen. Zaun, ja, machen wir schon richtig. Ne, vielleicht kommen ja auch nochmal passende Zäune. Also ich hoffe ja, dass sie wirklich neue Zäune bringen. Bitte, liebe Entwickler, bringt weniger Möbel, bringt dafür mehr Zäune. 10 neue Zäune, 10 neue Bäume, 10 neue Büsche, 10 neue Wege. Das möchten wir haben. 10 neue Laternen. Einfach so Standard Basics hätten wir einfach gerne mehr, oder? Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr haben wollt, was ihr euch wünscht. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Weißt du, ich will Abwechslung haben. Ich brauche jetzt nicht die 10. Küchentheke von Imi Mulan oder Tiana. Baut lieber Laternen. Dann gib mir lieber eine Tiana Laterne, die ich irgendwo hinstellen kann. Hätte ich mehr Bock auf keine Küchentheken, bitte. Also, ne, einfach mehr Base, mehr Bänke hätte ich gerne. 10 neue Bänke, dass man die umfärben kann, wäre cool. Ohne, dass es als Touch of Magic zählt oder so. Oh, das wäre so himmlisch. Falls einer zuhört. So, machen wir hier noch. Ja, guck, oder? Sieht doch ganz gut aus. Nein, oh, falsch abgebogen. Ich mag den dann hier auch so kraxelig, man könnte den auch so gerade ziehen. Okay, diese Kugel ist total, auch total komisch, oder? Ach, die kann man bewegen. Ach, die kann ich sogar entfernen. Aber was ist denn das denn für eine Kugel? Ach, das wusste ich gar nicht. Okay, wenn man die als Deko benutzen kann, finde ich eigentlich ganz geil. Kann ich das der Statue hier geben? Ach, schade, das geht nicht. Das wäre cool gewesen. Ach, kann man die noch nachkaufen? Also so als Dekoration finde ich die voll schön. Haben wir einen sinnhaften Ort für das Ding? Hier vielleicht noch irgendwie? Irgendwie einen coolen Ort. Hier über diesen Dingern wäre... Boah, da wäre es richtig cool. Über diesen Brunnen. Ach, schade, dass das nicht geht. Oh, irgendwo muss ich das noch hinstellen. Oh. Das wusste ich wirklich nicht, dass man das bewegen kann. Das ist ja galaktisch geil. Man kann es leider nirgendwo drauf machen. Vielleicht mache ich es hier einfach in die Ecke rein. Dann muss der Baum wieder weg. Einfach hier hin, ja, vielleicht so als, ja, machen wir es einfach erstmal so, passt schon, aber cool. So, vielleicht würde ich hier tatsächlich nochmal auch noch einen Baum hinmachen. Vielleicht noch etwas kleineren oder so. Hier so in die Ecke. Ja, vielleicht noch irgendwie so, guck mal. Da haben wir noch den Eingang auch ganz schön. Ist auch komisch, dass man hier so einen installierten Brunnen hat, oder? Ich finde das total seltsam, dass man den nicht bewegen kann. Das ist der einzige Brunnen im Spiel mit dem Brunnen am Schloss auf der Hauptinsel, den man nicht bewegen kann. Aber cool sieht er aus, aber leider kann man hier hinten nichts dekorieren, was mich wieder ein bisschen nervt. Aber naja, müssen wir mit leben erstmal. So, ist jetzt hier der Weg, eigentlich ist der Weg hier sogar zu dünn, ne? Stimmt, der ist ein bisschen zu dünn hier, der Weg. Eigentlich müssen wir es hier so machen. Verdammt. Ah, okay, müssen wir doch noch ein Stück zurück. Wie sieht das aus?
Okay, eventuell müssen wir es doch so machen. Ja. Oh, da müssen wir doch nochmal ein Stück zurück. Aber ist ja kein Drama. Obwohl doch ein kleines Drama ist es. Da muss das Haus nochmal ein Stück zurück. Also eigentlich kann man es auch komplett an die Wand machen, oder? Ne, geht nicht, ne? Ein kleines Stück geht's, glaube ich, noch zurück. Oder? Geht das echt nicht wegen dem Haus? Ne, wegen dem Busch hier. Jetzt? Ja, doch geht. Okay, ist gut. Das war nur der Busch. So, dann müssen wir auf jeden Fall hier den Weg noch breiter machen. So, jetzt. Machen wir das ein bisschen zurück. Geht's noch ein Stück? Wunderbar. Dann sieht das doch schon mal ein bisschen besser aus. Dann ist so. Ist auch wieder weg. Ne, der Weg muss wirklich so breit sein wie auch die Ein- und Ausgänge, sonst macht mich das wahnsinnig. So, jetzt passt es schon ein bisschen besser. So, Stückchen wieder zurück. Oder? So ist gut. Ah, ich müsste dann noch eine Laterne hin oder so. So schön. Ja, noch irgendwie eine Laterne dahin oder so. Geht das noch? Ist die vorinstalliert? Ne, ach, haben wir da keine mehr? Oh, da muss echt noch eine hin, ne? Ja, dann lass ich es da erstmal so ein bisschen frei. Aber so viel ist erstmal ganz gut. Da haben wir so ein kleines Gelände, Brunnen. Ja, Weg zum Brunnen müssten wir eigentlich auch noch machen. Leider kann man den Weg nicht unter den Brunnen ziehen. Man könnte es mit so kleinen Steinen oder so irgendwie. Ja, ist ein bisschen eng natürlich jetzt hier, ne? Kommt man da noch durch? Geht das? Mal schauen. Nee. Nein, okay, Mann, wann geht man da schon mal durch? Kann man hinten noch rum? Ist da überhaupt noch irgendwas? Ah ja, hier kommt man noch dran. Okay, ja, dann ist gut. Komm. Dann ist es nicht so schlimm. Oder wir nehmen hier ein kleineres Bäumchen. Dann machen wir hier einen kleineren hin. Dann machen wir einfach den hier. Also es ist so ein bisschen beengt, ne? Das wollen wir ja alle nicht. Ja, so, machen wir es so. Hier ein bisschen Büschchen hin. Guck mal, wie schön. Die Büsche wären hier noch cool, wenn man die noch hätte. So Rosenbüschchen wären noch ganz nice. So, hier auch noch so ein kleiner Drop. Kleiner Drop hier hin. Hier noch so eine kleine Dschungelpflanze. Guck mal, ist doch schön. Hier doch. Hier muss man mal gucken, da muss noch eine Laterne hin. Eigentlich, wir müssen hier auch noch zwei Laternen hin, ne? Oh, stimmt. Da müssen eigentlich auch noch zwei hin. Du weißt aber auch nie, wann's genug ist. Hier so ein kleiner Weg. Hier könnte man noch so ein bisschen Tische hinstellen und so weiter. Na, ich guck mal, ob ich noch eben mal ein paar Lampen herstelle. Blau brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir noch so rosa Lampen? Ich könnte eigentlich praktisch dieselben hier wie von Mini nehmen. Das wäre eigentlich ganz gut. Es sind auch, wie gesagt, auch nicht meine Favoritenlaternen, aber sie passen natürlich toll in die Welt rein. Darum müssen wir sie herstellen. Habe ich schon einen Briefkasten? Ich glaube nicht, ne? Bauen wir auch nochmal eben. Kein Ding. Lampen der Uralten. Dann machen wir da nochmal zwei pinke. Blaue brauchen wir auf jeden Fall. Blaue sind ja bei mir immer so die Standards. Lila, dann machen wir nochmal. Machen wir einfach vier Stück. Wir haben ja Pixelsäcke genug. Und die blauen brauche ich noch. Allez les bleus. Wie der Franzose so gerne sagt. Blau, blau, blau. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Die müsste ich eigentlich auch nochmal irgendwo hinstellen. Die Orangen habe ich ja schon bei Darkwave. Die Grünen wären auch nochmal irgendwie cool, ne? Ansonsten, wie gesagt, wir haben nicht viel von den Uralten. Das hier so ein bisschen, ja, das war es ja leider schon. Wenig uralte Deko. Hier, die blauen nehmen wir nochmal ein paar Mal mit. So, mehr brauche ich nicht, danke. Oh nein, ich habe wieder den... Oh nein, ich habe wieder den Werkbanksbug. Das ist so oft bei mir. Oh, jetzt komme ich wieder nicht aus der Werkbank raus. Dann sehen wir uns gleich wieder.
So, ich bin wieder da. Ja, leider dieser Werkbank-Bug, der begleitet mich schon seit den letzten Wochen. Das ist super, super nervig. Ich hoffe, das wird auch unbedingt gepatcht. Also das ist bisher der nervigste Bug, den ich je hatte. Weil jedes Mal muss ich komplett das Spiel neu starten, wenn ich irgendwas an der Werkbank baue. Passiert nicht oft, aber schon auch nicht wenig. Guck mal, so ist doch gut. Haben wir die Lampe? Ja, ich müsste hier auch noch eine hin, ne? Oder hier so. Ja, aber passt, ne? Genau, hier habe ich jetzt nochmal Jafar vielleicht hingestellt. Vielleicht lasse ich den auch hier so ein bisschen. Das sieht irgendwie nochmal ein bisschen besser aus. Da nochmal ein bisschen Zaun hin. Dieses Jafar, wie heißt das nochmal? Hologrammteil. Machen wir einfach nochmal hier so ein bisschen hin. So. Ne, diese Kugel, ich weiß gar nicht. Was habt ihr mit der Kugel gemacht? Was könnte man mit der machen? Die bräuchte irgendwie so einen besonderen Ort, ne? Irgendwie so ein Altar oder so. Das wäre eigentlich ganz geil. Oh, die hätte ich gerne irgendwie nochmal. In mehreren Farben. Hm. Oder hier auf den Brunnen geht auch nicht, ne? Oder hier hinten irgendwie. Ich mach's jetzt mal einfach jetzt dahin. So. Dann machen wir hier diese lila, ne? Passt zwar besser zu Mini, aber dann machen wir das hier so ein bisschen hin. So, zauern wir ein bisschen weg. So ein bisschen als Eingangsportal. So. Ja, so ist doch cool. Briefkasten, ach, haben wir ja sogar schon, okay. Briefkasten haben wir. Da passen keine Pflanzen mehr hin. Das sind so als Begrüßungspflanzen. Den weiß ich gar nicht. Eigentlich würde er auch gut zu Eva hier passen, tatsächlich. Das ist auch so voll. Es ist so verwahrlost hier. Traurig. Egal. Machen wir es erstmal hier hin. Ja, man könnte natürlich jetzt so einen kleinen Vorgarten noch irgendwie machen. Ne? Mal gucken. Geht hier noch was in die Ecke? Guck mal, passt das sogar noch rein? Hier nochmal die Pflanze so ein bisschen. Kann ja auch ein bisschen durch den Zaun gehen. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Hebt ein bisschen die Ecke. Dass wir die noch ein bisschen zukriegen hier. Hier fehlt auf jeden Fall noch irgendwie so ein Baum, ne? Ja, da wird noch einer fehlen. Okay, da geht nichts mehr hin. Ne, weiter geht's leider nicht. Hm. Ja, ist die Frage jetzt, was macht man an den Zaun, ne? Macht man hier nochmal ein Bäumchen hin oder so? Brunnen ist natürlich das Nervige, man müsste jetzt immer hier drumherum laufen. Ja, ist jetzt auch nicht schlimm. Oder macht halt für den Brunnen nochmal einen eigenen Bereich. Man schnibbelt das hier so ein bisschen ab. Macht den Zaun dann einfach nur so hier. Bis hierhin. Und hat der Brunnen einfach nochmal seinen eigenen Bereich hier, wo man so ein bisschen schneller raus kann. Vielleicht irgendwie so. Oder? Haben wir noch so ein kleines Bäumskin? Der vielleicht hier noch, der kleine Strolch. Obwohl hier nochmal ein größerer hinpassen würde, ne? Vielleicht doch der nochmal hier. Sieht nochmal ein bisschen geiler aus, glaube ich. So, dann mache ich es hier nochmal so ein bisschen zurück. Hier nochmal so ein bisschen nach vorne. Oder? Dann machen wir es so, dann haben wir noch so einen kleinen Brunnenbereich. Ja, hier kann man halt auch nur Pflanzen hinmachen. Die habe ich halt auch so. Ich weiß nicht, ob ich die hier wieder wegmachen soll. Sieht auch ein bisschen komisch da aus an der Stelle, ne? Hier hinten auch mal schauen. Geht hier vielleicht noch so ein kleiner Baum rein? Auch nicht, ne? Ich glaube, dafür sind sogar die Bäume zu groß. Oder? Geht da hinten noch einer rein? Ah, fast! Wenn ich den Zaun hier ein bisschen wegmache. Geht! Dann machen wir den noch hin. Ist ja besser als die eklige graue Wand. Zaun muss so bleiben, okay. Oder machen Zaun so. Machen wir so. Haben wir so bis hinten noch so einen kleinen Baum. Sonst geht hier leider auch nichts hin. Ihr seht das ja auch hier in die Ecke geht leider nichts. Ist ein bisschen schade. Ja, hier könnte man noch so ein Bäumchen hinsetzen. Gucken. Auch ein bisschen komisch aussehen. Hier hinten vielleicht noch irgendwie. Aber da müssen wir ja durchkommen noch.
Hier vielleicht noch so ein kleiner. Hier vielleicht noch irgendwie noch eine Ecke. Ja, vielleicht da noch einer hin. So, guck mal, da ist doch schon mal so ganz schön. Ja, ich finde hier den Platz eh so ein bisschen unattraktiv. Es ist schwierig, hier was Schönes hinzustellen. Aber es muss. Es muss. Kommt das hier noch schön hin? Ja, warum nicht? Hier meinetwegen auch noch mal. Hier noch mal so ein Pflänzchen. Hier in die Ecke. Überall muss was hin. Hier kann auch noch mal schön was hin. So ein roter. Ja, guck mal. Ja, hier kannst du praktisch wirklich nur überall Pflanzen hin machen. Auch hier so in die Ecke. Ja. Ist okay. Ich meine, man geht da eh nie hin. Es ist eh eine tote Ecke hier. Also so viel ist erstmal ganz gut. Haben wir noch so ein paar uralte Bänke. Guck mal, die können wir doch auch noch mal irgendwo. Da haben wir schon eine. Hier vielleicht noch mal einfach eine hin. So ein bisschen Warteschlange für die Brunnenmenschen. So. Hier will ich unbedingt noch mal eine hinmachen. Ne? Machen wir es so noch mal irgendwie. Sau viele Bänke. Aber so viel ist erstmal ganz gut. Da könnte man, haben wir noch irgendwie so kleine rosa Sachen oder sowas. Filter mal rosa. Irgendwelche Tische oder Stühle wären noch ganz schön. Rosa, lila. Ich mach mal weiß, pink. Lila. Grau. Okay, haben wir die Sachen wieder. Ja, der Tisch hier. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Asiatisch auch nicht so wirklich. Verkaufsautomat, Ballons. Das Schwert muss ich auch nochmal irgendwo hinmachen hier. Das muss eigentlich noch bei mir in den Wald. Oder machen wir es hier so hin. Oder hier wäre auch cool, ne? Oder hier vor. Ah, da geht Weg weg, ne? Oder wäre es... Irgendwie wäre es auch cool hier vor, oder? Hätte auch irgendwie was. Dann sieht das nochmal so mystisch aus, weißt du? Ist halt blöd, dass der Weg wieder dadurch weggeht. Das ist ein bisschen schade. Aber vielleicht da noch so ein bisschen Pflanzen drumherum? Das heilige Schwert, das Master-Schwert. Ah, die roten sind, glaube ich, ein bisschen zu dick, oder? Obwohl die verdecken viel, ne? Ist auch natürlich ganz schön. Und haben wir da nochmal so ein bisschen Farbe drin, hier vorne. Guck mal, machen wir so. Oder da hat das Schwert doch nochmal irgendwie... Hat doch mal da nochmal irgendwie was. Das nochmal weg. Ich finde das eigentlich ganz cool, glaube ich. Ne? Bank weg. So, dann gucken wir nochmal weiter. Alles. Das sieht gut aus. Das finde ich ganz geil. Schade, dass es halt diesen Weg wegmacht, aber ist nicht schlimm. Haben wir das auch gut positioniert. Kleine Säule der Uralten hätten wir eigentlich auch nochmal zur Verfügung. Ne? Kann hier nochmal irgendwie sowas hin? Die hätten wir auch schon da unten, glaube ich, irgendwo. Weil es soll ja noch seinen uralten Charme auch ein bisschen behalten, finde ich. Ne? Haben wir hier noch irgendwo Platz? Ja, langsam wird's voll. Ich mach's jetzt mal da unten hin. Aber haben wir noch so pinke Stühle oder sowas? Daisys Ratgeberbox. Ja, Daisy hat bei mir nur so ein ganz kleines Grundstück. Da passt nichts mehr hin. Dieses schäbige Haus musste versteckt werden. Dem wollte ich nicht ein großes Grundstück gönnen. Aber haben wir noch irgendwas, was passt irgendwie? Auch nicht so wirklich, ne? Guck mal, diese Zäune haben wir ja auch noch hier. Wie sieht der denn nochmal aus? Auch eigentlich auch ganz cool, ne? Benutze ich vielleicht auch nochmal. Zahnräderweg hätten wir halt noch ein bisschen. Finde ich eigentlich auch nochmal ganz schön, ihn irgendwie hier so hinzulegen. Mal gucken, werde ich vielleicht auch nochmal machen, dass wir hier so ein bisschen so als Gartenweg oder so. Mal schauen, mache ich vielleicht auch nochmal. Bank, Bank, Bank haben wir genug. Stimmt, wir haben ja diese Dinger hier auch noch, ne? Ja, finde ich aber auch nicht so schön.
Hatte ich, glaube ich, sogar mal benutzt irgendwie. Ja, wohin damit, ist die Frage. Stell's einfach mal hier hin. Hauptsache, wir haben's. Kocher muss ich auf jeden Fall noch viele machen. Beziehungsweise zumindest die Sammler müsst ihr noch machen. Die Sauger. Uraltes Laufband habe ich schon am Strand stehen. Bei Dagobert. Ich will ja immer jeden Gegenstand mindestens einmal irgendwo stehen haben. Ganz wichtig. Stimmt, den muss ich ja auch noch aufstellen. Ach ja, den habe ich ja am Strand weggemacht. Stimmt. Oh, den müsste ich eigentlich wieder an den Strand machen. Ich weiß, es ist eigentlich so ein Horror-Attraktion. Der wird auch cool in die Wüste eigentlich passen. Ah. Ach Mensch, ja, der muss auch noch. Also hier passt der jetzt so gar nicht rein, finde ich. Hier oben. Oh, stimmt. Habe ich noch in der Wüste irgendwo Platz dafür? Hier wäre es eigentlich noch ganz cool. Ja, hier könnte man es theoretisch noch machen. Aber ansonsten, boah, gar kein Platz mehr. Okay, Strand hätte ich noch ein bisschen Platz in der Ecke. Weil ich finde, das ist so ein Strandhaus irgendwie. Okay, ich behalte es mal in Erinnerung. Voll vergessen, dass wir das noch haben. Stimmt. Aber sonst, ja, hier, okay, Feld, das hatten wir noch. Können wir das noch vielleicht irgendwie integrieren? Oase muss ich auch noch fertig machen. Keine Ahnung mit was. Noch mehr Herkules-Kram. Ja. Ja, der Weg wäre natürlich auch hier ganz passend so, ne? Könnten wir das hier noch so hinmachen? Ich lasse es erstmal so. Ja, könnten wir theoretisch auch. Aber wohin soll der Weg führen, ist die Frage. Einfach nach da hinten? Ich lasse es erstmal da liegen. Vielleicht fällt mir damit nochmal irgendwas ein. Aber womit könnte man den Garten noch dekorieren? Pflanzen, ja, ja. Die habe ich auch schon zu oft benutzt. Ja, für mich ist das eher so asiatischer Bereich. Darum lasse ich das erstmal auch weg. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht. Hier Bodenfliesenbrunnen mit Wasser. Hm, auch ein bisschen komisch, oder? Ja, passt auch nicht so richtig dahin. Ja. Hm. Ansonsten würde ich es erstmal so im Groben lassen. Okay, ich lasse es erstmal im Groben so. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Zahnradweg dahinlegen und so. Aber ansonsten finde ich es erstmal ganz schön. Auch hier ist ganz cool, ne? Hier fehlt irgendwie noch so ein bisschen was. Ne? Hier fehlt, vielleicht mache ich auch nochmal diesen anderen Zaun hin. Wäre ja auch ganz cool. Den haben wir auch noch gar nicht benutzt. Ja, was willst du halt hier hinmachen, ne? Hier so ein großer Baum wäre halt noch schön. Ja, das fehlt noch irgendwie. Warte mal. Vielleicht das nochmal weg und dann nochmal so ein fetter Oschi. Zumindest so einer hier. Da fehlt mir doch irgendwie nochmal so ein Bäumchen. Hier einfach der. Ja, guck mal. Einfach so. Dann haben wir nochmal so ein bisschen Schatten. Kann man da hinten noch was reinquetschen? Ja, hier so ein bisschen Platzfüller noch. Oder? Machen wir es einfach so. So sieht es mal ein bisschen besser aus, finde ich. Hier noch so ein paar Pflanzen hin. Da haben wir den Brunnenbereich doch schön gemacht. Hier sieht es auch gut aus. Außer jetzt diese Klumpen hier. Was ist das denn für ein T-Shirt? Nehmen wir mal mit. Plastikschrott. Finde ich so erstmal ganz schön. Da mache ich, glaube ich, hier noch so ein bisschen Zahnradweg hier so hinten hin. Genau. Ach, da kann man auch rein. Ach, wusste ich gar nicht. Genau, hier machen wir noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich den hier noch benutze, den Weg. Machen wir hier noch so ein bisschen was. Ja, vielleicht noch so ein bisschen Gartenmöbel oder so. Aber an sich finde ich es erstmal so ganz schön. Auch mit den Lampen, das passt gut. Auch hier, das finde ich jetzt ganz geil. Hier, die Bank kommt wieder weg. Und dann haben wir den Bereich endlich fertig, halbwegs. Ist doch schön, guck mal. Auch mit dem Schwert, das sieht doch echt ganz geil aus. Hat doch was. So was Verwunschenes nochmal, ne? Das heilige Schwert der Uralten. Das sieht doch cool. Das finde ich geil, die Stelle hier. Hier ist auch gemütlich. Wenn man hier so reingeht. Guck mal, das ist doch mal was ganz anderes. Endlich steht hier mal irgendwas. Boah, ich konnte das ja nicht mehr sehen. Das ist ja seit einem Dreivierteljahr schon so. Eigentlich wäre hier nochmal so eine Laterne cool. Ja, eigentlich müsste da wirklich nochmal eine hin. Ja, so sieht das so ein bisschen seltsam aus. Machen wir das noch hier. Passt es? Wie weit ist es da? So ist doch gut. Ne? Ist doch super.
Finde ich schön. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Die Kugel müssen wir noch irgendwo hinmachen. Dieser Plastikstuhl, hier haben wir auch noch ein bisschen. Dann werde ich auch noch mal Pflanzen hinstellen und so weiter und so fort. Und dann haben wir erstmal diesen Bereich auch fertig. Wir können es uns nochmal von oben angucken. Schön, ja, guck mal. Das sieht doch endlich mal nach was aus. Wunderbar. Geil. Ja, hier kommt dann auch nochmal irgendwas hin. Da warte ich noch ein bisschen. Hier ein bisschen Markt machen wir hier hin. Da haben wir fast hier schon die Docks fertig. Da oben muss natürlich noch irgendwie was hinkommen. Mehr Häuser brauche ich, mehr Häuser. Hier, das müssen wir auch noch alles machen. Keine Ahnung, was ich hier noch hinbauen soll. Aber ansonsten, guck mal, wir kommen schon... Also, wir kommen schon fast ans Ende von dem Ganzen. Hier haben wir noch ein bisschen... Dschungel haben wir auch viel asiatischen Kram schon. Hier müssen wir jetzt auch noch weiterbauen. Das wird jetzt das nächste große Ding werden. Ne? Hier mit Dschungelhaus und so weiter, das Haus... Dann kriegen wir zumindest schon mal den Bereich ungefähr fertig. Da haben wir da unten auch noch was mit Ryungenbrunnen und so weiter. Also ich denke, bis zum nächsten DLC haben wir das Ganze fertig bis Ende November. Gehe ich mal von aus. Da wird es auch eine riesen Tour davon natürlich noch mal geben. Ja, also mir gefällt es langsam immer besser. Genau, obwohl die Häuser das stilistisch nicht richtig reinpassen. Aber man kann es irgendwie integrieren. Also es geht, finde ich. Alles klar, Leute. Lasst gerne ein Abo und Like da, wenn es euch Spaß gemacht hat. Wenn es euch inspiriert hat, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ne? Ich finde es erstmal ganz gut, ich bin zufrieden. Auch mit den Lämpchen und so ist gut. Ne? Schaltet gerne beim nächsten Video oder auf Stream wieder ein. Danke, danke, danke schön für alles. Und ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Bauen. Tschüss.